Nachdem ich eigentlich dann in Nachtdienst gehen soll und ich schon den ganzen Tag umeinander latsche, ziemlich kurz die Blätter vom roten Holunder, ihr seht es da, ja, das wird eh schon finster. Das ist der rote Holunder, das Blatt, was ich da in der Hand habe, gehört zum roten Holunder, ist gefiedert, unpaarig gefiedert. Ihr seht, der Rand ist gesägt. Ja. Unterseite heller wie Oberseite. Die Fiederblätter selbst waren dann nur einen angedeuteten Stiel. Und ich habe da das Glück, schaut mal, ja, wie soll ich denn das jetzt wieder halten? Das da ist ein Blatt vom schwarzen Holunder. Also da schaut da, der ist noch nicht einmal am Blieren. Schwarzer Holunder, dieses Blatt. Und roter Holunder, dieses Blatt. Also man erkennt schon am Blatt, dass es eine Verwandtschaft gibt. Ja, die Früchte sind Beeren, aber halt anders aufgebaut. Seht ihr, das da sind so Trauben. Seht ihr das? Und der Holler, wenn er den dann irgendwann tut und bliert und dann Früchte hat, sind so Teller. Blätter, ich kenne nicht, dass das irgendwie isst. Bei anderen Blätter ist es ja so, dass man es gerade jung zum Beispiel problemlos essen können oder die Linde auch, wenn es öder ist. Oder der Weißdorn auch, wenn er öder ist, noch problemlos. Da, ich würde jetzt sagen, nicht essen. Okay? Passt. Blätter vom roten Holunder. Eine Verwandtschaft zum schwarzen Holunder gut erkennbar, auch an die blauen. Und ja, nehmen wir es einfach so, jetzt kurz und schmerzlos, oder? Da sehen wir noch ein paar junge blauen. Ja, okay. Da am Baum drauf. Da am Baum drauf mit oben jung. Auf der Seite. Ja, Entschuldigung, doch noch nicht fertig. Seht, sie stehen sich da gegenüber, also gegenständig. Ja. Okay, passt, aber das ist der rote Holunder, seine Blätter.